Suarez unter anderem auch in Wengen und in Kitzbühel. Und das hier, das ist sein letzter Auftritt gewesen. Wunderbare Aktion, dass man ihm das noch ermöglicht hat. Aber wenn heute kein Rennen stattfindet, hat er die letzten 5 Tore hier noch mal dürfen nehmen und wird hier verabschiedet von seinen Kollegen. Ganz rechts haben wir noch den Vincent Kriechmeier gesehen, der ihn hier mit Champagner bespritzt. Der, der auch einiges zu feiern hat heute, ist nämlich der Gewinner von der kleinen Kristallkugel, der Vincent Kriechmeier. Aber er hier steht jetzt gerade mal im Zentrum, der Hannes Reichelt. Marc, wie hast du ihn in Erinnerung? Ja, sehr, sehr ein fairer Sportsmann, natürlich sehr viel Erfolg auch und immer sehr offen gewesen, auch auf, ja, auf die Besichtigung mit ihm. Er war schon immer einer, der sehr lange auf der Besichtigung war. Ich darf noch gespannt sein, ob jetzt Christoph Innerhofer einen neuen Partner findet, weil die zwei haben ja immer miteinander das Ganze im Detail angeschaut und dann hat er natürlich auch sehr schöne Erfolge gehabt in seiner Karriere, lang dabei, über all die Jahre, immer sehr professionell und nein, wirklich ein sehr guter Typ. Und er ist immer zu den Interviews gekommen und immer sehr humorvoll, hat so ganz eine witzige Art. Ja, das hat er, das zeichnet ihn auch aus, immer ein bisschen Spruch zu, eher ein bisschen ruhig sonst, aber wenn man eben auf ihn zugeht, kommt er eben auch gerade, ja, kommt auch gerade immer etwas zurück. Ich kann das hier noch mal geniessen. Ja, das ist ein emotionaler Moment, oder? Die Karriere geht zu Ende, wir sehen es. Und er kommt dann nachher sicher noch vorbei zum Interview. Schön, dass man das immer ermöglicht, oder Tina? Weil das sind ja schon spezielle Momente für einen Athlet oder für eine Athletin. Du weißt, heute nehme ich Abschied und hast noch mal die Chance, auf dieser Weltcup-Piste zu sein und allen Tschüss zu sagen. Sehr bewusst. Hast du das noch in Erinnerung bei dir selber? Ja, ich habe es leider nicht erlebt, weil letztes Jahr Corona-bedingt von heute auf morgen die Saison abgebrochen worden ist und das nicht mehr stattgefunden hat. Aber es ist schön für den Hannes, dass er da mit den Teamkollegen das noch ein bisschen feiern kann. Ist das etwas, was dir fehlt, dass du es nicht hast können? Es hat am Anfang schon ein bisschen wehtun, weil es wie halt auch so aus dem Nichts ist. Ich habe am Anfang ein bisschen gehadert. Nachher habe ich dann mal so gecheckt, ja gut, aber ich kann gesund aufhören, weil auch viele hören.